So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Ich schließe kurz noch meine Handelssystem-Software. So, dann habe ich ein bisschen mehr Bandbreite. Dann hoffe ich, dass die Verbindung auch gut ist. So, dann kommen wir gleich mal zum Übeltäter. Wieso heute die Kurse bzw. die US-Futures wieder komplett nachgegeben haben und im Minus eben liegen. Ist nämlich hauptsächlich der Hang Seng Index, also der asiatische Markt. Der hat heute hier 600 Punkte verloren und ist jetzt wieder aus dem Rainbow hier herausgebrochen und kurz vor einer wichtigen Unterstützung, beziehungsweise eben auch dann der Stopp, der jetzt hier liegt. Also das war jetzt hier heute von der asiatischen Seite her der Übeltäter. Ob jetzt schon irgendwelche Einzelhandelszahlen rausgekommen sind von Amerika, wie der Black Friday läuft, denke ich noch nicht, dass da irgendwelche Internetzahlen da sind. Deswegen denke ich, von der Seite gibt es noch keine Unruhe. So, dann schauen wir noch, was eben der Nikkei gemacht hat. Da lief seit längerem eben das Ziel 20.000 Punkte. Dieses wurde eben mit diesen Kerzen dann eben komplett abgearbeitet. Und hier lag eben auch dann das Gap. Das wurde zwar nicht ganz erreicht, aber halt diese Marke wurde auch immer Parketthandel wegen, ja, 5 Punkten. Aber wegen den 5 Punkten sollte man sich nicht aufregen. Also hier läuft aktuell dann eben kein Setup mehr, auch beim Nikkei. Hier ist jedenfalls diese Kerzenformation, also definitiv negativ, ja. Ist auch sonst nicht mehr richtig dynamisch an die Marke herangelaufen. Man sieht es ja auch in den kleinen Kerzen. Also hier könnte eben auch noch Störfeuer kommen. Dann, bevor wir zum DAX kommen, schauen wir den Dow Jones an. Der ist nämlich in einen wichtigen Unterstützungsbereich jetzt wieder reingeraten. Also den Unterstützungsbereich, der ist hier relativ lange, eigentlich im Prinzip den ganzen November, hat er hier natürlich nicht als Unterstützung das Unterstützungsbereich gelegen, aber immer wieder ist er hier angelaufen und hier konnte man Trades fahren, wie jetzt eben auch hier unser letzter Short Trade. Und wenn dieser Bereich jetzt unterschritten wird, dann sehe ich eher auch sogar heute, obwohl ich an dem verkürzten US-Handelstag eben definitiv keine neue Short-Position eingehen werde, weil der verkürzte Handelstag nach Thanksgiving eigentlich immer oder so gut wie immer positiv ist. Also hier sollte man eher nochmal versuchen, eine Long-Position einzugehen und eben eventuell mit einer Stundenkerze, also mit einem Hammer, einer Umkehrkerze im Stundenchart, eben auf einen neuen Long-Versuch starten und eben dann den Stopp auf das Tief zu legen. Spätestens mit dem Unterschreiten dann hier des EMA 200 könnte es eben dann nochmal Richtung dem letzten Tief gehen. Dann kommen wir zum DAX, der, wie schon erwähnt, das Wochenziel sogar überschritten. Heute gab es eben bislang ein Pullback an das Wochenziel heran und ist da bullisch abgeprallt. Also hier gibt es erstmal noch kein Störfeuer, beziehungsweise eben auch noch natürlich kein Short-Szenario. Im 15-Minuten-Bereich, beziehungsweise eben auf der, wo eben jetzt zwei, dreimal aufgeschlagen ist, lag eben auch noch die Oberkante des Gaps. Also hier ist er relativ zwischen dem EMA 10 und EMA 38 jetzt gefangen. Also wäre wirklich, wenn wirklich die Unterstützung hier im Dow Jones aufgegeben wird, dann kann man natürlich hier
auch mit dem Bruch des EMA 38 und dem Bruch der 11.285er Marke sehr spekulativ short gehen. Aber definitiv sollte man diese Positionen eng absichern und jeweils an einem, spätestens an einem Hoch dann rausgehen. Kommen wir noch kurz zu den Setups, die sonst noch liefen die Woche. Bund Future ist weiter am Steigen. Das Sorgenkind ist hier Öl. Hier notiert er aktuell im Tageschart wieder unter dem EMA 10 und sieht nicht gerade besonders jetzt gut aus. Hier wurde man einmal direkt an der Marke eingestoppt und einmal eben an dem Schlusskurs. Aber hier wurde auch immer wieder erwähnt, dass es das Alternativszenario ist, eine bärische Flagge, und hier ist dann deutlich Abgabedruck vorhanden, wenn es wirklich eine bärische Flagge sich ausbilden sollte. Beim Gold ist der Kurs nicht jeweils an die Buy-Marken rangelaufen. Also da kann jederzeit auch ein neuer Abwärtsimpuls starten. Und Euro gegenüber dem Pfund ist leicht am Steigen. Und hier sollte es, wenn die Marke wirklich erreicht wird, die Stop-Buy-Marke, sollte es eigentlich dann zügig Richtung EMA 200 gehen. Also wenn es dann hier auch nochmal eher abprallt, sollte man den Stopp auf jeden Fall nicht an die Unterkante des Rainbows legen, sondern eher schon deutlicher an den Markt dranlegen. So, danke fürs Zuhören und ich melde mich nochmal kurz vor dem Wochenende. Denke ich mal per Video nochmal wieder. Danke.